Okay. Hier haben wir eine Stange. Und da oben ist schon diese Werbeplakat-Gedönsdinger. Lass mal zählen. Jetzt können wir loslegen. Oh yeah, denn da. Ja, also wie gesagt, der gute Kollege hat gerade Plasmazellen eingesammelt. Das ist sozusagen so eine Art Munition, womit wir unseren kleinen Kampfstab zu einer Art Feuerwaffe umfunktionieren können. Durch das Gedrückthalten von L2 haben wir jetzt hier so ein schönes kleines Visier. Und damit ballern wir einfach mal hier so PAM! Und PAMS! Und PAM! Ja, da geht er down, da geht er down! Was zum... Ach du Scheiße! No, jetzt komm doch hier runter! Fuck! Los, komm! Wow! So! Ja! Ihr kleinen Blechbüchsen! Wow! Alter, nicht so aggro! Klar, soweit. Oh yeah. Oh yeah. Bist du okay? Naja. Geht so. Immer wenn du einen Mac tötest, lade ich seinen Bauplan runter. Finde raus, wie er funktioniert. Das macht dir das Leben leichter. Wenn du mir das Leben leichter machen willst. Warum nimmst du mir dann nicht dieses Ding ab? Ja. Berechtigte Frage. Berechtigte Frage. Aber natürlich, man muss es ja auch mal von ihrem Standpunkt sehen. Sie ist hier in der Stadt voller Mechs gelandet und sie ist eigentlich recht hilflos. Und, naja, Notwehr, würde ich mal sagen. Zwar ein bisschen blöd für uns, aber, ne, komm, die Kollegin ist ja gar nicht mal so schlecht. Naja, egal. Wollen wir weiter? Ja, ja, ja. Mann, wer stellt hier immer nur die ganzen Dinger hier hin? Ist ja schlimm. Wenn wir schon zusammenreisen, sollten wir uns vielleicht mal miteinander bekannt machen. Okay. Also, mein Name ist Tripitaka, aber die meisten sagen Trip zu mir. Ehrlich gesagt werde ich immer nur Trip genannt. Und du? Ich habe keinen Namen. Du musst doch einen haben. Jeder hat einen. Nicht jeder. Wie haben dich denn deine Eltern genannt? Sie wurden bei einem Mech-Angriff getötet, als ich klein war. Ich bin in der Wildnis aufgewachsen. Allein. Na, und wie wirst du denn sonst genannt? Monkey. Ich habe gelernt, durch die Baumkronen vor den Mechs zu fliehen. In den Siedlungen, wo ich Handel treibe, nennen mich manche Monkey. Wenn du mir einen Namen geben willst, kannst du den nehmen. Okay. Monkey. Ja, gut. Jetzt haben wir natürlich endlich mal die Namen unserer Protagonisten hier. Ja, ich komme ja gleich. Unserer Protagonisten hier erfahren. Ich bin der gute Monkey. Ne, passt ja eigentlich gut der Name, ne? Hier affenähnlich klettern wir hier rum. Hier dieser komische Gürtel, den wir haben, könnte ja fast sogar ein Affenschwanz sein. Und unsere Kollegin hier heißt Trip. Ja, mehr haben wir ja jetzt gerade nicht erfahren. Okay. Runter, bevor uns das Geschütz erfasst. Ich scanne. Oh yeah, die Livecam. Ich glaube nicht, dass wir hier durchkommen. Warte, ich habe hier eine Treibstoffquelle. Eine Energiezelle. Nein, die stammt noch von früher. Ist in dem Tank da. Sieht aus wie Erdöl. Hey Monkey, wenn du zu dem Geschütz hochkommst, kannst du es übernehmen. Okay, gut. Dann sollen wir also das Geschütz einnehmen. Und ne, alte Energiequelle, voll Retro, Alter, ne? Erdöl, pst, wer benutzt denn sowas heutzutage noch? Okay, Trip, du lenkst den Kollegen ab und ich werde... Genau, und ich werde hier vorlaufen. Oh. Na, noch ein bisschen Zeit habe ich noch. Huah. Okay. Der Kollege hat mich nicht gesehen.
Ne, hier alte Energiequelle mit überall Minen und sowas. Ist ja sehr vertrauenswürdig. Okay, voll geladen. Alles klärchen. Dann wollen wir auch mal die Ladung abfeuern. Und los geht's. Wow. Okay. Go, go, go. Los. Alles klar. Ich glaube, ab hier dürfte er uns eigentlich nicht mehr sehen. Hoffe ich. Sieht gut aus. Okay, Leute. Da unten... So ein Gestrupp hier im Gesicht. Okay, Köder ist bereit. Den werden wir das letzte Mal einsetzen. Und los geht's. Komm. Komm. Wow. Okay. Ah. So. Kollege. Pams. Oh yeah, oh yeah. Okay, durch das Drücken von R2 oder Viereck können wir das Geschütz abfeuern. Ich werde mal R2 benutzen. Hier konnte man, glaube ich, irgendwie noch... Ach ja, zielen hier auf L2. Ja, nun lass mich doch mal erklären hier. Ich bin hier, ne, ich bin hier und zeichne das Let's Plays und so. Bams! Ja, da geht er down, da geht er down, da geht er down. Oh. Ja, super. Sie kommen direkt auf mich zu. Ja, guck mal da oben. Okay, komm. Jawohl. Wo? Wo denn? Da. So, schon mal ein bisschen vorausballern. In der Hoffnung, dass irgendeine Kugel treffen wird. Jawohl. Von überall. Wie, was von überall? Okay, da. Alles klar. Komm! Jawohl! Und der zweite geht down. Na, gucken, ob auf... Wow, da kommen die ja schon. Ha! Da habe ich mal ganz klassisch... Oh nein. Ah, verdammt, ich dachte, die Fässer explodieren! Boah! Ich glaube, das war der letzte. Das hoffe ich doch mal sehr stark. Alles klar, Trip wird sich, setzt sich jetzt hier auch langsam in Bewegung. Wie komme ich jetzt hier runter? Ah, durch Kreis, alles klärchen. Gut, also ihr habt gesehen, da war so ein Mech, der hatte so eine Zahl auf dem Kopf. Das Problem, wenn der Timer abläuft, dann kommt irgendwie eine ganze Armee Mechs oder so, weil der halt so einen Funkspruch absetzt. Deshalb muss man den so schnell wie möglich killen. Sonst ist Ende Gelände, naja, Ende Gelände vielleicht nicht, aber es wird dann halt ein Zacken schwerer, weil da nochmal eine ganze Armee Mechs kommen. Das wollen wir natürlich nicht. Hey, warte. Ich habe eine Idee. Ich glaube, ich kann deine Ausrüstung upgraden. Aha, aha, aha. So, jetzt muss ich ja mal was dazu erzählen. Ihr seht ja da rechts oben schon mal eine ziemlich große Zahl. Zumindest stand da gerade so. Irgendwie was bei 100.000. Das Problem, wie gesagt, ich habe euch ja gesagt, dass ich das Spiel schon dreimal durchgespielt habe. Das Problem, wenn man ein neues Spiel startet, behält man die ganzen, das ganze Kladderadatsch-Zeug, was man schon vorher freigespielt hat. Ist vielleicht jetzt ein bisschen doof, aber ich kann es ja wenigstens mal zeigen. Ja, genau, lauf schon mal vor. So, das ist so das Upgrade-System. Ihr seht da oben, wenn wir irgendwie Monster bekämpfen oder irgendwas kaputt machen oder sonst was, dann kommen da irgendwie solche kleinen roten Orbs. Und die können wir jetzt hier in solchen Upgrades, hier wie Schild, Kampf, Gesundheit und hier diesen komischen Stab hier, upskillen. Wie gesagt, das habe ich schon leider alles gemacht. Wie gesagt, bei, wenn man ein Spiel neu startet, bleiben die Upgrades alle drin. Ist vielleicht jetzt im LP ein bisschen doof. Aber, naja, Leute, was soll's. Es kommt doch immer noch auf den Spaß drauf an, ne? Kannst du mir rüberhelfen? Ich könnte oder ich könnte auch nicht. Aber ich bin mal nett. So. Halli hopp. Wenigstens fällt sie nicht runter. Und, guck mal, Medikit. Wir sind aber voll. Wir haben auch nichts abgezogen gekriegt. Okay, wo sind wir denn jetzt hier? In so einem alten Gebäude. Okay. Was gibt's hier? Nichts. Schön. Hier irgendwas. Sollen wir jetzt hoch oder sollen wir jetzt runter? Unten sieht ein bisschen verschüttet aus. Und Trip läuft auch schon nach oben. Dann wollen wir mal... So. Trip, kommst du? Nö, du wartest da oben. Okay, haben wir hier noch irgendwas?
Nö, na gut. Na komm. Hüps. So. Okay. Eine Statue. Und ein Aquarium. Oh, wie wunderschön. Ja. Wie begeistert er ist. Sie soll tot sein. Es ergibt sehr wohl Sinn. Das Sonnenlicht speist die Pflanzen. Die reichern das Wasser mit Sauerstoff an. Kleine Fische fressen die Algen und die großen Fische die kleinen. Ein geschlossenes Ökosystem. Wie mein Zuhause. Mein Vater hat unsere Gemeinschaft auch genau so organisiert, dass wir nie vor die Außenmauern müssen. Wir produzieren selbst Nahrung und Strom, kondensieren unser eigenes Wasser. Wir haben alles. Außer einer Zukunft. Was meinst du? Ich weiß doch, wie das läuft. Einige verstreute Stämme verbinden sich unter einem visionären Anführer. Und bald darauf werden die Sklavenhändler auf sie aufmerksam. Was offensichtlich auch passiert ist. Es war nur ein Sklavenschiff. Hat nur ein paar von uns erwischt. Und wenn andere kommen? Das stimmt. Wenn diese Fische es schaffen, mehr als 200 Jahre zu überleben, schaffen wir es auch. Na, ist ja schon mal interessant, dass die Apokalypse... Was zum... Was bist du denn? Was hier? Hallo? Klopsi! Alter, was geht? So, immer schön auf die Fresse. Wow. Meine Systeme sind überladen. Wow. Ich verliere die Kontrolle. Okay. Okay, R1 drücken. Ich mach einfach mal. Um zu provozieren. Es funktioniert. Nochmal. Ah, okay. Wo bist du? Oh, da ist nochmal Munition. Das sammle ich mir mal vor ein. Was ich irgendwie nicht kann, komischerweise. Naja, egal. Wow. Wow. Er ist außer Kontrolle. Ja, ich merke schon. Okay, einmal hier rumgehen und dann... Hey, Klopsi! Alles klar. Das Ding sieht ja auch schon ziemlich kaputt aus. Wow. Wow. Okay. Der Kollege wollte gerade angreifen. Wow. Okay, go, go, go. Oh yeah. Ja, Klopsi. Da geht er down, da geht er down. Oh. Trip. Komm, du musst das Ding scannen. Genau. Knurrt noch ganz schön doll, das Ding. Gut. Wir haben einen neuen Gegner kennengelernt, den ich jetzt liebevoll Klopsi nenne. Aber leider sind die Fische, ja, gestorben.